So, liebe Leute, es ist soweit. Die Spoiler zum One Piece Kapitel 1033 sind raus. Und es ist eines der krassesten Zorro-Kapitel, die wir jemals hatten. Denn Zorro nutzt hier wiedermals Königshaki, wie er es schon gegen Kaido getan hatte. Wir kriegen Informationen über die geheime Rasse von King und wir wissen, wer der Opa von Kuina ist. Und wir kriegen langsam die ganzen Puzzlestücke, die das gesamte Zorro-Kuina-Shimuzuki-Bild vollenden. Ich bin maximal hyped. Nächste Woche ist keine Pause. Das bedeutet, wir kriegen dann höchstwahrscheinlich noch ein Zorro-Chapter. Und sollte euch das Ganze gefallen, lasst einen Daumen nach oben da. Ich würde sagen, nach dem Intro geht's los. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß! One Piece Theoretiker, One Piece Theorien und mehr. Also die Spoiler sind natürlich in der Videobeschreibung verlinkt und nächste Woche, wie gesagt, keine Pause. Dieses Chapter 1033 trägt den Titel Shimuzuki Kozaburu, welcher damals das Wado Ichimonji, also das Schwert von Zorro, was er von Kuina bekommen hat, und das Enma geschmiedet hat damals. Dieser gute Mann ist auch vor 55 Jahren aus Wano geflohen, hat dann dort dieses Dorf und dieses Dojo gegründet. Kushiro, sein Sohn, hat dann Kuina auf die Welt gebracht, sprich Kuina ist seine Enkelin. Und das wussten wir auch schon vorher, aber hier wird's, glaube ich, offiziell in der Story erst enthüllt für die Strohhüte. Wie dem auch sei, geht's aber erstmal los mit dem Kampf zwischen Zorro und King, denn die beiden kämpfen immer noch, aber es gibt eine extreme Explosion. Und da frage ich mich, was könnte das sein? Könnte es schon diese große Explosion aus der Waffenkammer sein, dass der Feuerdämon diese jetzt erreicht hat? Glaube ich nicht. Ich glaube, das würde wirklich die ganze Insel dort und auch Wano Kuni, die Blumenhauptstadt, in die Luft jagen. Das wurde ja so gesagt, deswegen glaube ich nicht, dass es die große Explosion ist. Könnte aber auch sein, dass sie es ist. Diese Explosion stört kurz den Kampf zwischen Zoro und King und dann kriegen wir auch noch den Kampf zwischen Sanji und Queen noch weiterhin gezeigt. Und Queen redet hier höchstwahrscheinlich über King. Er sagt hier, dass dieser Typ, also King, ein Überlebender des Lunaria-Tribes ist, des Lunarias-Stammes, einer Rasse, die komplett ausgelöscht wurde. Und er sagt, dass King ein Monster ist und er kann in jeder Umgebung überleben in der Welt, egal in welcher. Und dass diese Rasse in antiken Zeiten sogar Götter genannt wurden. Und dann fragt Sanji Queen wiederum, warum sie dann ausgelöscht haben, wenn die so krass und mächtig waren. Und da sagt Queen nur, frag ihn selbst. Und das ist höchstwahrscheinlich einfach die Weltregierung, die diese Rasse ausgelöscht hat, weil diese einfach zu gefährlich waren. Und wir wissen ja auch, die haben auf der Red Line gelebt, konnten Feuer bändigen, Feuer kreieren und haben höchstwahrscheinlich meiner Theorie nach auch die Red Line vielleicht erschaffen durch dieses rote Gestein, Feuergestein, wer weiß, irgendwie vielleicht, könnte ich es mir vorstellen. Und die haben halt dort gelebt und on top of the world will natürlich die Weltregierung sein, deswegen haben sie da auch Mary Joa, das heilige Land und so, errichtet und deswegen können da halt nicht noch diese Götter leben. So, dann geht's aber wieder zu Zorro vs. King, denn dieser Kampf zwischen Sanji und Queen, der kurzzeitig gezeigt wurde, war ja eigentlich auch nur eine Ergänzung, beziehungsweise eigentlich nur ein Zusatz, eine Randinformation über King in dem Kampf gegen Zorro. Hier ging's eher wenig um den Kampf zwischen Sanji und Queen. So, Zorro gegen King, man sieht's wieder und dann erfahren wir auch, was nach der Explosion passiert ist. Zorro hat es nämlich geschafft, irgendwie zu überleben, weil er sich selbst mit Rüstungshaki verteidigt hat. Das sehen wir jetzt hier mal endlich und es hat gereicht, um ihn vor der Explosion zu schützen. Das ist schon ziemlich krass. So, Zorro greift dann aber auch King an mit, nicht irgendeinem Angriff, mit Shishi Sun Sun. Hier steht sogar Shishi Shi Sun Sun. Also noch ein krasseres Shishi Sun Sun. Das sind ja wohl die krassesten Angriffe von Zorro und das tut nichts gegen King. King ist immer noch unberührt, selbst nach einem Angriff, der sonst bei Zorro so gut wie jeden auslöscht. Kein Schaden an King und King setzt dann direkt auch zum Konterangriff an, der so doll reinhaut, dass Zorro zu Boden geht und seine Schwerter, hier steht Swords, begin to fall off the island. Also die Schwerter rutschen und fallen langsam von der fliegenden Insel Onigashima. Das bedeutet, Zorro kann bald seinen Drei-Schwerter-Stil nicht mehr ausüben. Und ich kann mir schon so ein bisschen vorstellen, was passiert. Ich kann mir vorstellen, dass ein Schwert kaputt geht. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht das Kitetsu der dritten Generation ist, dass es runterfällt, vielleicht sogar zerstört wird. Das ist ja sowieso schon so ein bisschen im Raum gewesen durch diese einen Leaks. Und dass dann, weil wir im letzten Chapter gesehen haben, dass Hiyori als Kumurasagi da ist, um Orochi jetzt zu finishen, dass sie eventuell auch das arme Nobakiri dabei hat oder so, dass Zorro das denn nutzen kann und somit dann beide Schwerter von Oden nutzt. Aber Zorro erinnert sich, in dem Moment, wo die Schwerter von der Insel rutschen, erinnert er sich an seine Vergangenheit und er erinnert sich auch an Hitetsu, an Hitetsus Wörter über Kuina und das Enma, dass diese von Shimuzuki Kozaburu geschmiedet wurden. Und dann fragt Zorro sich auch, genau an dieser Stelle, auch ziemlich random, an dieser Stelle fragt er sich, wie diese Wano Kuni Schwerter, wie die Schwerter, die in Wano Kuni geschmiedet wurden, wie die dort in den East Blue, in sein Dorf gekommen sind. Weil es sind ja wirklich auf der ganzen Welt, auf ganzen Planeten von One Piece mit die krassesten Schwerter. Und dieser Part soll halt ziemlich lang sein. Der Flashback in Zorros Kopf, wie er sich an alles erinnert und die Puzzlestücke zusammensetzt in seinem Kopf. Und hier sehen wir sogar von Kozaburu Sätze, die er gesagt hat. Denn dieser alte Greis hat höchstwahrscheinlich ja noch im East Blue Village gelebt und Zorro sogar kennengelernt. Und dieser Kozaburu hat gesagt, dass jedes Schwert eine eigene Persönlichkeit hat. Und ich sag's euch, jetzt wird dieser Bleach-Moment kommen. Man muss mit dem Schwert eins werden und nicht gegen das Schwert. Genau, was ich euch auch schon vor ein paar Wochen gesagt habe. Schwache Schwertkämpfer werden niemals in der Lage sein, ein Schwert zu kontrollieren, heißt es. Sie sind
eher ängstlich und sagen deshalb auch, dass die Schwerter verflucht sind, was ja auch Zorro damals in Locktown bei dem Kauf des Kitetsus so nachgesagt wurde, das Schwert ist verflucht und so, weil die alle einfach keine echten Schwertkämpfer sind und schwach sind. Und Zorro findet wohl in diesem Chapter auch erst wirklich raus, dass Shimotsuki Kozaburo der echte Opa von Kuina war. Das findet er in diesem Chapter raus, indem er einfach mal ein bisschen nachdenkt. Also da frage ich mich, wie er die Puzzleteile zusammensetzt, aber das wird schon gut erklärt sein. So, und dann kommt Zorro zu der großen Erkenntnis dieses Chapters. Er sagt selbst, und das spricht er auch aus, glaube ich, was ihm fehlt, ist einfach Stärke. Das sagt Zorro hier. Gerade Zorro. Zorro sagt, dass ihm das Einzige, was ihm fehlt, ist Stärke. Also, das ist schon echt krass. So, und dann kommt's. Da fragt er sich selbst, könnte es möglich sein, dass Oden in der Lage war, Enma so leicht zu benutzen, selbst wenn Enma so viel Haki absorbiert? Er fragt das Enma. Wirklich, er redet zu dem Enma. Und dann laufen Beast-Piraten, sprich irgendwelche Handlanger von Kaido, auf ihn zu, auf Zorro, der am Boden liegt und irgendwie einen inneren Monolog mit Enma aber führt. Und das Enma fragt und so. Es ist ziemlich krass. Und dann kommt Zorro auch darauf, was sein Fehler war, was er vorher gemacht hat, nämlich. Das allererste war ja, als er Enma in der Hand hatte, das hat ihn das Haki rausgezogen. Da hat er ja erstmal dann tagelang ein bisschen trainiert, um das Haki selbst zu regulieren, dass es nicht von dem Enma immer einfach rausgezogen wird. Und da fragt er sich selbst, was sollte ich jetzt tun? Sollte ich mein Haki wieder regulieren? Und dann kommt er zur großen Erkenntnis, nein. Die zweite Erkenntnis, ich gebe dir jetzt, was du willst. Also dem Enma gibt er jetzt, was das Enma will. Sprich, er öffnet sozusagen die Pforten von seinem Haki und setzt es einfach frei und lässt das Enma sozusagen übernehmen. Kann man das so sagen? Ich glaube schon. Und daraufhin fallen diese Beast-Piraten alle um, Schaum vom Mund, Königshaki, was Zorro durch das Enma freigesetzt hat. Wie ich es mir schon gedacht habe, es liegt höchstwahrscheinlich nicht an Zorro, das Königshaki, dass er es angeboren hat, sondern krasse Schwertkämpfer können über das Haki oder über die Seele des Schwertes, das klingt ein bisschen weird, aber dadurch kann er das Königshaki freisetzen. Und dann fragt King nur noch am Ende, der selbst King heißt, fragt selbst, are you really going to try to become a king? Also versuchst du wirklich jetzt selbst auch ein King zu werden, ein König, weil er halt das Königshaki gerade auch angewendet hat. Und da sagt Zorro, natürlich, ich habe eine Schuld, die ich erfüllen muss, meinem Captain und meinem besten Freund gegenüber. Und da ist halt die Frage, meint er mit besten Freund auch Ruffy oder eher Kuina? Weil so selten hat Zorro in One Piece noch einmal irgendwann mal Kuina erwähnt in einem krassen Kampf. Fast nie. Deswegen ist es so episch. Es ist so episch, dass er hier das sagt und jetzt so ein bisschen das Enma verstanden hat, dass er sich einfach Haki-mäßig öffnen muss dem Enma gegenüber. Und ich frage mich nur jetzt, welche Schwerter sind runtergefallen? Sind wirklich jetzt Schwerter runtergefallen? Und welche? Oder hängen die jetzt so an der Klippe und er hat nur noch das Enma? Das frage ich mich echt, Leute. Aber was für ein geniales Zorro-Chapter. Es ist mit das krasseste Zorro-Chapter. Das letzte Kapitel und dieses Kapitel sind meine Lieblings-Zorro-Kapitel fast in ganz One Piece. Abgesehen mal natürlich von dem Ende von Thriller Bark, wo er sich geopfert hat bei Kuma für Ruffy. Das war natürlich das absolut Beste, aber ohne Witz, der Kampf jetzt noch gegen King, wahrscheinlich dann noch die Fusion mit dem Enma, wo er wirklich mit dem Enma eins wird und das Finale hier, das hat das Potenzial, wirklich das beste Geschehen von Zorro überhaupt aus ganz One Piece zu werden. Und ich bin einfach nur gehypt, ob diese ganzen Sachen, die so lange in der Community rumschweben, so dieses er öffnet sein Auge und so, dass das nochmal kommt, denn jetzt hat er ja so ein bisschen die Erkenntnis bekommen mit den Schwertern, dass jedes Schwert eine Persönlichkeit hat, dass das kein Fluch ist, sondern eher ein Segen, dass Leute nur, die selbst schwach sind, über Schwerter so etwas sagen, das ist verflucht und so, dass diese Schwerter einfach so eine krasse Persönlichkeit haben und eigentlich in den richtigen Händen extrem krasse Waffen sind. Das hat er jetzt hier verstanden. Jetzt frage ich mich wirklich, was er mit dem Kitetsu eventuell noch anstellen könnte. Und jetzt natürlich noch die Frage, was ist mit Kozaburo? Der ist höchstwahrscheinlich verstorben, der ist zu alt, aber ich bin einfach nur hyped, Leute. Es ist zu krass. Und auch mit der antiken Rasse von King, das ist ja auch noch das andere. Wir haben ja jetzt in diesem Chapter natürlich diese eine Zorro-Komponente, die extrem spannend und krass ist, wie er sich jetzt entwickelt und auch macht in dem Kampf. Aber auch King. King, was ist unter der Maske? Wieso kann man ihn nicht verwunden? Warum ist er immer noch komplett frisch? Was ist mit seiner Rasse passiert? Diese Sachen werden höchstwahrscheinlich auch noch jetzt aufgeklärt. Die wird King höchstwahrscheinlich rausdroppen. Deswegen, nächste Woche keine Pause. Wir kriegen direkt wieder ein Chapter. Ich bin maximal hyped. So hyped war ich noch fast noch nie, Leute. Ich bin ehrlich. So hyped werde ich höchstwahrscheinlich nur noch mal am Ende sein, wenn Ruffy gegen Kaido kämpft, das Finale und er Gear 5 geht und der finale Kampf und am Ende sogar noch Shanks an der Küste steht, der Schwenker bevorsteht. Das sind noch Sachen natürlich, die mich fast genauso hypen. Aber Leute, für alle Zorro-Fans, herzlichen Glückwunsch. Wir haben es geschafft. So, das war's mit dem Spoiler-Video. Schreibt eure Meinung in die Kommentare natürlich. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag, liebe Leute. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.